Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu meiner Review der 63. Episode von Boruto Naruto Next Generations. Und damit mal wieder zu einer Folge, ja, ohne Spaß, eine Woche Pause hatten wir jetzt. Jetzt ist Boruto wieder zu uns zurückgekehrt und diese Episode war etwas ruhiger, kann man sagen, aber vollgepackt mit Emotionen und das ist auch gut so, ja, ohne Spaß. Denn diese Folge war sehr, sehr wichtig für Borutos Aufbau, kann man sagen, für seinen Charakter, damit er seine Fehler einsieht, damit er sieht, in welcher Situation er jetzt ist, wo er halt die ganze Zeit über Scheiße gebaut hat. Und ich muss sagen, dass diese Folge, generell der Anime, momentan einen sehr, sehr guten Job macht. Die Emotionen sind on point, ohne Spaß. Die Feels sind einfach tausendmal heftiger als im Film. Obwohl es die gleichen Szenen sind teilweise, ist es viel heftiger, ja, weil man den Aufbau von vorher einfach viel krasser beleuchtet hatte. Und deswegen macht der Anime an der Stelle einfach einen millionenfachen besseren Job als ein eigenständiger Film. Oder ein Manga, muss man einfach sagen. Ich finde der Anime momentan absolute Spitze. Also ich kann da gar nichts kritisieren großartig. Gerade dieser Arc, Shunin-Auswahlprüfung. Natürlich, es gab so einige Matchups, die waren vielleicht nicht so ganz nice. Aber was so das Finale betraf mit Shinki und so weiter und jetzt auch in Bezug auf Urashiki, Momoshiki, Kinshiki und so weiter, Mitsuki, Sage Mode, das hat man alles sehr, sehr gut mit eingebracht und ich finde es einfach nur echt legendär. Bezogen auf den Manga, wenn man sich einfach mal diese Story anschaut, wird man definitiv sagen können, wenn diese Story auf uns zukommt, im Anime bezogen, das wird einfach nur legendär werden, ohne Spaß. Ich wette mit euch, dass Boruto die nächsten Jahre zu einem der Top-Anime überhaupt wird, wenn die Filler nicht so überhand nehmen, wie es bei Naruto der Fall war. An der Stelle fände ich es einfach nice, wenn der Manga-Plot, der bald auf uns zukommen würde, in der Zukunft so krass explodieren würde, dass er vielleicht von der Animation her und generell vom actiongeladenen Feeling schon auf Dragon Ball Super Niveau wäre, beziehungsweise sogar noch darüber hinausgehen würde. Ohne Spaß, das kann ich mir bei Boruto sehr, sehr gut vorstellen. Dieser Anime macht momentan alles richtig und die nächsten Jahre wird das einer der Top-Anime werden. Ohne Spaß, das versichere ich euch. Das ist einfach nicht mehr normal. Diese Folge habe ich extrem gefühlt. Die war sehr, sehr stark. Obwohl eine Woche Pause war, war ich wieder komplett drin. Das war sehr, sehr nice. Boruto wacht auf und erkennt natürlich erstmal die Lage, in der er sich momentan befindet. Denn alles ist momentan ziemlich mies. Leute sind verletzt, also die Bewohner des Dorfes. Seine eigene Mutter, Hinata, ist verletzt und wird gerade von Sakura geheilt. Und Digga, Boruto, du hast Himawari zum Weinen gebracht. Uncool, Digga. Uncoolste Aktion überhaupt, ja? Niemand bringt Himawari, das süßeste Mädchen aus diesem Anime, Alter. Wenn ich die schon reden höre, ich weiß nicht, ohne Spaß. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ohne Spaß. Ich kann das nicht sehen, wenn die traurig ist. Bin ich da der Einzige? Ohne Spaß. Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich da der Einzige? Ich glaube nicht, ja. Das fand ich schon richtig mies. Ist ja kein Wunder, dass dieser Junge ein schlechtes Gewissen hat, beziehungsweise jetzt bereut, was er die ganze Zeit über gemacht hat und gesehen hat, wie nutzlos er gegen die Uzutskis war. Ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, dass diese Episode ein bisschen gefüllt war mit Animationen oder Szenen aus der letzten Episode. Das hat ein bisschen Überhand genommen, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil das hat nochmal einen krassen Impact geliefert, dass Boruto wirklich sich Fehler eingestehen muss und einfach sehen muss, in welcher Situation er sich gerade befindet. Auch solche Auseinandersetzungen mit Shikadai beispielsweise, dass er an ihm vorbeirennt und so weiter und nicht direkt das Gespräch sucht, weil er sich schämt, ist natürlich auch logisch, dass er das Ninja-Tool wegwirft und so weiter. Und einige andere Szenen, wie er zum Beispiel die ja, verletzten Leute sieht, halt seine Mutter und so weiter und alles andere. Dann kriegt ihr natürlich von Sarada auch noch mit, dass Mitsuki in Lebensgefahr ist momentan. Auch sehr, sehr heftig, finde ich. Und natürlich, Mitsuki wird es überleben, aber es ist schon echt krass, ja. Also, es wird
viel dramatischer dargestellt, als wir es generell von der Story hätten erwarten können. Und das finde ich sehr, sehr stark. Ohne Spaß, dass Boruto jetzt zu diesem Zeitpunkt sich schon Fehler eingestehen muss und generell schon wachsen kann mit dieser Episode. Sehr, sehr heftig. Und er gesteht sich natürlich alles ein. Er geht ins Hokage-Büro, schaut sich alles an. Er schaut sich das Bild von Team 7 an, also das damalige Team 7, Naruto, Sakura und Sasuke mit Kakashi zusammen. Er schaut sich seine Jacke an. Es gab sehr, sehr viele Szenen nochmal aus den alten Folgen zu Himawaris Geburtstag, dass Naruto ja keine Zeit hatte und so weiter, dass er in Anführungsstrichen ein schlechter Vater sei und nicht für seine Familie da ist, beziehungsweise nur für die Familie Konohagakure als Gesamtes eben da sein muss und eben das ganze Dorf beschützen muss. Und Boruto versteht hier Schritt für Schritt. Das heißt, er gesteht sich immer mehr ein, was für ein Vollidiot er war und was für eine Scheiße er gebaut hat, dass er geschummelt hat und so weiter. Und ich finde es extrem stark, wie man das hier gemacht hat. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, was die für Szenen gezeigt haben, ich fand es einfach nur stark. Wenn ich mir den Film angucken würde, generell, und diese Szene sehe, wie Boruto Naruto jetzt in diesem Moment verliert und durch das Büro geht und die Jacke anzieht und so weiter, fühle ich das zwar auch, aber es ist bei weitem weniger als hier im Anime, ohne Spaß. Vor allem sind die Hintergründe im Anime deutlich intensiver, wie gesagt, als im Film. Das muss man einfach sagen und ich kann es, wie gesagt, nur jedem wirklich ans Herz legen. Schaut euch den Anime an, denn das ist halt einfach, das ist einfach geil, ja, ohne Spaß. Diese Emotions, sie sind einfach da und man fühlt es einfach. Es ist einfach echt stark. Ich feiere das richtig, ohne Spaß. Mitunter einer der krassesten Momente dieser Episode war natürlich, wie Boruto vor dem Spiegel steht, sich die Jacke anzieht und sagt, was er für ein Idiot ist. Sasuke kommt rein und dementsprechend auch die vier anderen Kage und sagen dann dementsprechend, was sie für einen Plan haben. Sie gehen dann Schritt für Schritt ihre Taktik durch und man sieht nochmal jeden Gegner so richtig. Das heißt, wir haben Urashiki, der hier wirklich anscheinend bestätigt, dass Chakra vielleicht die Jutsus klauen kann. Ihr habt mir beim letzten Mal ja in den Kommentaren geschrieben, dass es ja ein bisschen unlogisch sei, dass Mitsuki jetzt seinen Sage-Mode verloren hätte. Wie soll man das denn klauen? Ich wäre an der Stelle vorsichtig. Also es ist natürlich schon ein bisschen unrealistisch, wie soll Mitsuki jetzt seinen Sage-Mode verlieren und so weiter. Das kann ich schon nachvollziehen. Definitiv. Ich würde da jetzt auch nicht viel Sinn erkennen einfach, wenn Mitsuki jetzt einfach seine Kräfte verloren hat an der Stelle. Aber wir wissen nicht so viel über Urashiki einfach. Von daher wäre ich da vorsichtig, jetzt schon vor all die Geschlüsse zu ziehen. Und ich meine, ich spekuliere ja nur an der Stelle. Von daher könnte es sein, dass Mitsuki diesen Sage-Mode nicht mehr hat. Weil er ist auch künstlich. Das heißt, generell sein Senjutsu und so weiter ist vielleicht nicht so natürlich, wie man das gerne hätte. Bei einer normalen Person, beispielsweise Naruto oder so. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Wir müssen einfach abwarten, was die Zeit uns bringt. Und generell, Gaara hatte ja seine Kraft auch noch. Deswegen kann es nur sein, dass ein gewisser Chakra-Vorrat von Gaara geklaut worden ist oder generell von Mitsuki. Ist erstmal völlig egal. Letztendlich, Mitsuki wurde sehr, sehr viel entzogen. Vielleicht ist das ein Teilgrund, warum Mitsuki auch Manga-bezogen den Sage-Mode gar nicht mehr verwenden kann. Wer weiß, das wissen wir nicht. Oder er setzt es halt aus reiner Vorsicht ein, auch wenn er schon öfter die Gelegenheit dazu gehabt hätte, Boruto und die anderen retten zu können. Das erstmal zu Urashiki und diesem ganzen Plot. Dann gehen wir nochmal kurz auf Kinshiki und Momoshiki ein, die Fähigkeiten von denen. Das heißt, Kinshiki kann mit seinem Chakra natürlich diese Axt oder diese Waffe halt dementsprechend kreieren. Und Momoshiki hat halt diese Kräfte von Borutos Fluchmal, bezogen auf seine Fähigkeiten einfach, dass er die ganzen Ninjutsus absorbieren kann und dementsprechend wieder zurückschleudern kann. Das heißt, Sasuke fällt natürlich direkt auf. Die haben nicht auf einem normalen Weg die Chance und Möglichkeit, Momoshiki besiegen zu können. Und deswegen müssen die erstmal etwas herausarbeiten, sag ich mal, und sich eine Taktik überlegen, wie die das machen können. Und Sasuke will Boruto mitnehmen. Auch Boruto ist an so einer Stelle, wo er sich sagt, ah, ich kann doch sowieso nichts ausrichten, die sind doch alle viel zu stark für mich und so weiter. Aber Sasuke ist einfach, er ist ein Mann, ohne Spaß. Ich muss sagen, ich schwöre, ich habe ihn in Naruto nicht gemocht. In Naruto Shippuden, Naruto Classic, ich habe ihn gehasst bis zum geht nicht mehr. So gegen Ende war er wieder besser und so weiter, aber
Hier in Boruto ein absoluter Mann. Was soll ich zu ihm sagen? Er ist einfach legendär. Ich feiere ihn des Todes einfach, was er aus Boruto machen kann. Und ich hoffe, da wird in der Zukunft einiges noch zu kommen. Das wird auf jeden Fall eine nice Beziehung zwischen den beiden werden. Eine nice Bindung, Meister-Schüler-Bindung, die wir da haben. Das wird auf jeden Fall krass werden. Und Sasuke respektiert und akzeptiert Boruto als seinen Schüler auch vor den Kage an. Das fand ich auch sehr, sehr wichtig quasi, dass er nochmal so seinen Standpunkt den anderen vermittelt hat und gesagt hat, wenn wir alle zu Boden gehen, dann kommst du und rettest uns, beziehungsweise machst das Beste aus der Lage. Du bist einfach dazu da, weil es notwendig ist, dass du wahrscheinlich auch einfach den Moment nutzen musst, um deine Fehler wieder gut zu machen. Du musst jetzt hier beweisen, dass du ein wahrer Shinobi bist. Und das fand ich extrem nice. Dann bekommt er das Stirnband von Sasuke, was Naruto damals immer dabei hatte, weil er sein Versprechen natürlich einlösen musste, Sasuke wieder ins Dorf zu holen. Und das übergibt er jetzt an Boruto. Und Boruto bekommt dieses Stirnband und wie er es sich anzieht, einfach nice. Ja, einfach nice. Will ich nicht mehr zu sagen. Einfach nur absolut legendär. Und dann sehen wir nachher noch das Portal, wie sie dann rübergehen und Hinata wieder aufwacht und so weiter. Und die Szene, wie Boruto und Naruto miteinander verglichen werden. Also quasi Kid Naruto mit Kid Boruto. Und diese Szene war einfach absolut nice, ja, also diese gleiche Mimik, Gestik und so weiter, hat Hinata auch sehr an Naruto, an den damaligen erinnert, fand ich sehr stark und wie oft soll ich es noch sagen, der Anime, der macht es einfach tausendmal besser als der Film, ohne Spaß und schaut euch das auf jeden Fall an. Nächste Woche geht's dann weiter mit Momoshiki und dann gehen wir so ein bisschen ins Finale des Arcs. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird bezüglich Momoshikis Verwandlung und ob Urashiki nochmal eine Rolle spielen wird, denn in der Preview kam er nicht vor und in den Spoilern wird von Urashiki auch nicht gesprochen. Deswegen denke ich, dass Urashiki in diesem Arc nicht mehr vorkommen wird, beziehungsweise mehr im Hintergrund und Momoshiki und Kenshiki hier besiegt werden und Urashiki für später noch offen gelassen wird. Was ich von Anfang an gesagt habe, mitunter als eine der Möglichkeiten, deswegen wäre das mit am wahrscheinlichsten, weil er auch eigene Ziele verfolgt, fernab von den anderen beiden Otsutsukis. Und bevor ich zum Ende komme, ich fand die Szene mit Shikadai sehr, sehr nice, dass er Boruto quasi schon direkt vergeben hat, ja. Ich meine, sie müssen noch ein Gespräch haben, definitiv, das wird noch kommen, aber ich fand's einfach nice. Da kann man einfach die Loyalität und die Treue sehen, die man da als Freund einfach haben kann. Finde ich auf jeden Fall echt nice, muss ich sagen. Das soweit von meiner Seite aus, das war's von meiner Review. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie findet ihr den Arc bis jetzt? Findet ihr den Anime nice, wie er momentan ist? Also ich feier's einfach nur absolut. Ich raste komplett aus bei diesem Anime, ja, ohne Spaß. Eine Woche habe ich mich jetzt komplett nicht mit Boruto beschäftigt. Dann gucke ich direkt wieder die aktuellste Folge und ich bin wieder hype as fuck. Also das kann doch nicht normal sein, ohne Spaß. Das ist echt krass. Momentan echt heftig, was bei diesem Werk abgeht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.